abhängen. Ist ja klasse, hey. Ich bin auch schon wieder so übelst am Schwitzen. Das läuft überall runter hier. Nee, aber hier waren Sachen, die als C angegeben waren, deutlich schwieriger als das D da. Okay. Also wie gesagt, persönliches Empfinden, ne? Und gerade so CD-Stellen, hey. Die haben Kraft geraubt. Oh ja, schönes Ding. Die haben uns jetzt ja selber gesucht. Okay. Hätte ich eventuell auch machen können im Vorlauf, aber das war jetzt schwierig. Ha? Da bin ich genau gewusst, wann wir kommen. Ja, klar. Deswegen ging es nicht. Ja. Sonst wäre das kein Thema gewesen. Man weiß nicht, vielleicht besteht eine Möglichkeit, dass sie uns da irgendwie den Paragliding-Flug geben oder so. Das mit Sicherheit, ja. Okay. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist eindeutig besser als in Cortina. Hier gibt es McDonalds. Hier gibt es Schnitzel. Aber hier gibt es scheiß Tankstellen, oder Sebastian? Ja. Mensch, der sich da vorhin aufgeregt, das war der Wahnsinn. Alles gut? Jo. Gut. Oh, jetzt geht's ja schön hier hoch. Was ist da hinten für eine Leiter? Wo ist eine Leiter? Da hinten. Durch die ganze Wand durch. Ja, keine Ahnung. Okay. Gute Frage. Naja, dann machen wir ein Bild von. Können wir mal fragen. Weil schau mal, da oben an dem einzelnen Baum, der da steht, sieht es auch so aus, als wäre ein Wegweiser oder sonst irgendwas. Aha. Oh, ist mir heiß, ey. Ja. Ist der Stübel. Nee. Ja. Ah, ich sehe ihn nicht.
Total, hey. Ah, hier ist auf jeden Fall erstmal ein Baum, wo ist Seil? Ja, weiß nicht, vielleicht. Ja, sieht so aus. Ausstieg hier als Klettersteig. Geburtstagsklettersteig von Ralf. Ja, ich weiß dran. Gemütlich weggerockt. Und jetzt ab zur Hütte. Weil Sebastian hoffentlich schon mal 3 Getränke bestellt hat. Ja, definitiv. Hey, das muss auf jeden Fall sein. Oh, wieder ab in die Sonne, hey. Und das knallt gleich wieder.